Es gibt viele Worte, dieses Fleckchen Erde im Norden Italiens zu beschreiben. Für mich und für die Menschen, die hier mitten in den Dolomiten leben, ist es ganz einfach unser Zuhause. Ich werde oft gefragt, woher ich komme, weil ich Italienerin bin, aber Deutsch spreche. Ich selbst begreife mich als Südtirolerin und Europäerin zugleich. Drei Sprachgruppen leben hier friedlich zusammen, in einem Land, das von einer weitreichenden Autonomie geprägt wird. Südtirol war vor mehr als 100 Jahren Teil des Vielvölkerstaats Österreich-Ungarn. Nach dem Ersten Weltkrieg verlor Österreich den südlichen Teil Tirols an Italien. So entstand am Brenner eine neue Staatsgrenze und die deutsch- und ladinischsprachige Bevölkerung wurde zur Minderheit in einem fremden Staat. Meine Großeltern kamen aus Kalabrien, dem Süden Italiens, in diese für sie fremde Welt. Ganze Stadtteile wurden damals neu gebaut, um die Arbeitskräfte unterzubringen, die aus dem restlichen Italien hierher zogen. Wie ich wohnen die meisten italienischsprachigen Südtirolerinnen und Südtiroler auch heute noch in den Städten, während auf dem Land vor allem die deutschsprachige Bevölkerung lebt. Die älteste Sprachgruppe Südtirols sind die Ladiner. Sie sprechen eine rätoromanische Sprache und leben vorwiegend in zwei Tälern der Dolomiten. Wir sprechen nicht die gleichen Sprachen, wir besuchen nicht dieselben Schulen und doch leben und arbeiten wir heute gut zusammen. Unsere Region blickt zurück auf eine bewegte Geschichte. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg ergriffen die Faschisten die Macht. Sie begannen, Südtirol systematisch zu italienisieren. Sie ersetzten deutsche und ladinische Ortsnamen mit italienischen, schafften den Deutschunterricht in Schulen ab und verbannten den Gebrauch der deutschen Sprache aus der Öffentlichkeit. Neue Industrieviertel wurden gebaut und Arbeitskräfte gezielt angesiedelt, um die Region massiv zu italienisieren. »1939 schlossen Mussolini und Hitler ein Bündnis mit dem Ziel, die Südtiroler Bevölkerung umzusiedeln. Meine Großeltern und die meiner ladinischen Kollegin standen damals vor einer unmenschlichen Entscheidung. Die Heimat verlassen und sich für das Deutsche Reich entscheiden oder dableiben und die eigene Kultur und Sprache aufgeben.« Im Glauben, in Nazi-Deutschland viel bessere Bedingungen zu finden, entschieden sich 86% der Südtiroler, ihre Heimat zu verlassen. Im Zuge des Zweiten Weltkriegs geriet die Umsiedlung ins Stocken. Schlussendlich wanderte nur ein Teil der Südtiroler Bevölkerung tatsächlich aus. Mit Ende des Zweiten Weltkrieges war bald klar, Südtirol wird bei Italien bleiben. Auf der Friedenskonferenz in Paris unterzeichneten Italien und Österreich ein internationales Abkommen zum Schutz der deutschen Minderheit, das sogenannte Gruber de Gasperi-Abkommen. Südtirol sollte mit einer zweisprachigen Verwaltung Gesetze autonom beschließen und Regelungen zum Schutz der deutschen Kultur und Sprache verabschieden können. In der Folge trat 1948 ein erstes Autonomiestatut in Kraft. Meine Eltern wuchsen noch in einem Südtirol auf, das von Konflikten zwischen den Sprachgruppen geprägt war. Das erste Autonomiestatut hätte die Situation entschärfen können. Stattdessen spitzte sich die Stimmung immer weiter zu. Für die deutsch- und ladinischsprachige Bevölkerung hatte es nämlich einen großen Haken. Durch den Zusammenschluss mit der Nachbarprovinz Trentino blieb die italienischsprachige Bevölkerung der autonomen Region zahlenmäßig in der Mehrheit und überstimmte die Anliegen der Minderheiten. Eine Selbstverwaltung war so unmöglich.
Bei einer Großkundgebung forderten Zehntausende deutsch- und ladinischsprachige Südtirolerinnen und Südtiroler eine wirkliche Mitbestimmung. In dieser Zeit eskalierte die angespannte Situation in Gewalt. Strommasten wurden in die Luft gesprengt und der Konflikt forderte die ersten Todesopfer. Der Staat reagierte mit verschärften Gesetzen und erhöhte die Militärpräsenz in der Region. Zeitgleich erhöhte Österreich den internationalen Druck und brachte die Südtirol-Frage vor die UNO-Vollversammlung. Nach langjährigen Verhandlungen mit viel Feingefühl und politischem Weitblick kam zwischen Südtirol und Italien 1972 ein neues Autonomiestatut zustande. Bis heute bildet dieses zweite Autonomiestatut die Grundlage unserer Autonomie. Die Umsetzung der Autonomie findet vor allem durch paritätische Kommissionen statt. In der sogenannten Sechserkommission verhandeln Südtirol und Rom sowie die Sprachgruppen auf Augenhöhe. Diese Kommission ist ein Schlüsselinstrument der Autonomie und schafft gegenseitiges Vertrauen. Sechs politische Vertreterinnen und Vertreter erlassen darin Durchführungsbestimmungen, die nicht vom Parlament genehmigt werden müssen und auch von keinem einfachen Staatsgesetz abgeändert werden können. Durch diese Durchführungsbestimmungen werden die verschiedensten Kompetenzbereiche der Provinz geregelt. Unsere Autonomie hat den damaligen Konflikt befriedet. Ein Wechselspiel aus Trennung und Zusammenarbeit zwischen den Sprachgruppen hat zur Lösung des Konflikts beigetragen. Auch heute wird das öffentliche Leben in Südtirol vom ethnischen Proporz geregelt. Öffentliche Stellen und Gelder werden aufgrund der Stärke der Sprachgruppen verteilt. Die sogenannte Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung ist für die Ermittlung der Sprachgruppenstärke notwendig. Wer sich in Südtirol für ein politisches Amt oder in der öffentlichen Verwaltung bewerben möchte, muss sich Deutsch, Italienisch oder Ladinisch erklären. Unsere Schulen sind nach Sprachen getrennt. Die Südtiroler Schüler haben das Recht auf den Unterricht in der eigenen Muttersprache und lernen Deutsch oder Italienisch als Zweitsprache. Während in den ladinischen Schulen den Schülerinnen und Schülern alle drei Sprachen gelehrt werden. Südtirols öffentliche Verwaltung ist weitgehend zwei- oder dreisprachig. Wer dort arbeiten will, muss mehrsprachig sein. Bei öffentlichen Stellen kann man so Auskunft in der eigenen Muttersprache erhalten. Für jede Sprachgruppe gibt es darüber hinaus auch eigenes Radio, Fernsehen und Zeitungen. So wechselt unser Alltag ständig zwischen einem Miteinander und einem geregelten Nebeneinander. Für die Finanzierung der Infrastruktur und Dienstleistungen darf Südtirol ca. 90% der Steuern, die hier eingenommen werden, behalten. Heute ist Südtirol eine der wohlhabendsten Regionen Europas. Die Möglichkeit, uns selbst zu verwalten, hat die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung in unserer Region vorangetrieben. Als Teil der Europaregion ist Südtirol heute eine Brücke zwischen dem deutschen und italienischen Sprachraum und gelebtes Beispiel für ein vielfältiges Europa. Mittlerweile sind hier viel mehr als nur drei Sprachgruppen zu Hause. Eine Herausforderung und zugleich eine Chance für ein neues Miteinander. Wir haben nach Ansätzen gesucht, wie friedliches Zusammenleben funktionieren kann und Wege gefunden, aufeinander zuzugehen. Heute gibt es mehr, das uns verbindet, als was uns trennt. Schritt für Schritt haben wir gelernt, uns mit Vertrauen zu begegnen und Verständnis füreinander zu entwickeln. Wir haben gelernt, miteinander ins Gespräch zu treten und uns zuzuhören. Diesen Dialog wollen wir weiterführen.